Abi. Abi. Hallo, ich bin heute bei der Familie Mucuk und erstmal danke für die Gastfreundlichkeit und das Vertrauen. Auf jeden Fall, meine erste Frage wäre, könntest du einfach mal ab dann erzählen, dem Moment, wo du das erste Mal über den Vorfall von deinem Bruder Bescheid gewusst hast, also beziehungsweise von dem Moment an bis zur Beerdigung, sage ich mal. Ja, also als ich erfahren habe, dass mein Bruder ermordet wurde, hatte ich selber eine Gerichtsverhandlung. Ich habe mich im Landgericht Gießen befunden. Und dann kam der Staatsanwaltschaft zu spät und letztendlich müssten wir eine kleine Pause einlegen, bevor wir angefangen haben. Und in der kleinen Pause haben wir dann durch die Anrufe in Abwesenheit, wo unser Handy sich auch lautlos befand, haben wir erfahren, dass Eigen tot war. Ja, ab diesem Moment haben wir alles abgebrochen. Wir sind ins Clubhaus gefahren. Wir hatten noch Glück gehabt, wir sind durchgekommen, weil später wurden die Straßen abgesperrt. Als ich dort ankam, habe ich einige meiner Geschwister angetroffen. Die waren am Schreien. Ich wollte halt zu meinem Bruder. Ich wollte ihn sehen. Die Beamten haben mich nicht durchgelassen wegen Spurensicherung. Ja, und dann natürlich standen wir alle unter Schock. Es waren sehr viele da. Also ich weiß, wusste jetzt auch nicht, wo die plötzlich alle herkamen. Freunde, Clubbrüder. Sie waren einfach nur da und haben sich die Sache angeschaut. Ja, und dann ab diesem Moment habe ich angefangen, später alles, das, was ich jetzt erzählen werde, habe ich erst später realisiert, dass einer der Clubbrüder von Eigen, der 3 Wochen zuvor den Club verlassen hatte, durch familiären Gründen, Jürgen C., er heißt Jürgen C., das war dieser Mann, der uns in solchen Momenten, wenn was passiert war, wie Polizei, Razzia oder andere Sachen, das war dieser Mann, der uns herzlich getröstet, gedrückt hat, uns gar nicht in die Augen geschaut hat. Ja, und dann waren sie alle da, die Reporter kamen und letztendlich sind wir dann irgendwann alle nach Hause gegangen. Ich war bei meinen Eltern, viele waren bei Eigen zu Hause. Es waren sehr viele Polizeiwagen, Streifenwagen da. Ja, und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Mein Bruder wurde mit in die Rechtsmedizin genommen. Wir wussten jetzt, was danach nicht passiert, wussten wir es selber nicht. Und letztendlich wurde es bei uns immer voller. Es war immer voller. Und das erste Problem seiner Männer, also als erster Stelle Robert T., stand vor unserer Haustür und hat den Menschen erzählt, das rosa-rote Ballon ist nicht so, wie es erscheint. Es ging hauptsächlich um sein Vermögen und nicht um seinen Mord. Natürlich haben wir später erst realisiert, dass der Eigen umgebracht wurde, weil wir als Familie dachten, es gab eine Schießerei und Eigen wurde ermordet. Dem war nicht so, wie wir später herausgestellt haben. Ja, und der jetzige Präsident Robert T. war damit beschäftigt, den Menschen zu erzählen, was Eigen hinterlassen hat und was er hat und was er nicht hat. Das war Gesprächsthema vor unseren Haustür, während meine Familie zu Hause gelitten hat. Ja, und dann hat er alles so seinen Lauf genommen. Bis zu seiner Beerdigung sind wir echt zusätzlich durch die Hölle gegangen. Wir haben sehr viel Besuch bekommen, sehr viele Sachen in dem Moment nicht realisiert, wie gesagt. Und bis zur Beerdigung kann ich nur sagen, dass wir nicht schöne Sachen erlebt haben, aber das war nur der Anfang. Folgende Frage. Als ihr da alle eingetroffen seid, ist euch da was Außergewöhnliches aufgefallen oder ist da etwas gewesen, so, was nicht so halt sein sollte?
Ja, also es sind uns schon einige Sachen aufgefallen. Die Verhalten seiner Männer, besonders komme ich nochmal zurück auf Jürgen C. Er hat sehr stark nach Alkohol gerochen. Das hat man wirklich sehr stark angenommen, dieser Alkoholgeruch. Es war morgens 8:30, circa 8:30, als wir dort da waren, zwischen 8:30 und 9, sage ich mal, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Ja, währenddessen haben sich die Männer meines Bruders an seiner Leiche bedient. Die sind in seine Wohnung rein und haben Gegenstände gestohlen, mitgenommen. Fahrräder, wie von eigen, auch wie von also von seinem Sohn. Diese Sachen wurden da gestohlen. Und die Männer schienen gar nicht überrascht zu sein, dass Aygün ermordet wurde. Und einer meiner ältesten Schwestern hat dann den Jürgen C. angesprochen und hat halt gesagt, wo wart ihr alle? Dieser Mann, der uns früher immer bei solchen Situationen getröstet hat, könnte uns noch nicht mehr in die Augen schauen. Er hat lieber in eine andere Richtung geblickt, aber ausschlaggebend war, dass er richtig stark nach Alkohol gerochen hat. Ja, und was die Wertgegenstände betrifft, da würde ich gerne nochmal ins Detail gehen. Also im Clubhaus bzw. im Haus meines Bruders, wo er übernachtet hat, bevor er ermordet wurde, befand sich eine sehr große Summe. Uhren, teure Uhren und Ohrringe. Die wurden ihm weggenommen bzw. geklaut. Warum ich da mir 100% sicher bin, weil ich später diese Wertgegenstände außer dem Betrag, habe ich diese Ge Gegenstände bei gewissen Personen gesehen. Die Uhr habe ich bei einem gewissen Person gesehen. Seine Ohrringe, wer die Ohrringe beim Juwelier verkaufen wollte. Ich habe einen Anruf von dem Juwelier bekommen und die haben mir erzählt, hier ist jemand, der die Ohrringe von deinem Bruder verkaufen möchte. Das sind halt die Wertgegenstände und dann will ich nochmal zu den Fahrrädern kommen. Also Aygün sein Fahrrad haben seine Männer mitgenommen und den Fahrrad seines Sohnes haben die auch mitgenommen. Eine Frage, willst du oder kannst du genau sagen, um welche Person es handelt? Es geht da um Yaşar J. Er hat seine Uhr gehabt. Auch diese Yaşar J. wollte seine Ohrringe verkaufen. Ein Mann mit dem Spitznamen Bero hat die Fahrräder von ihm mitgenommen. Weil wir später dann Druck ausgeübt haben, hat er diese Fahrräder wieder zurückgebracht. Wenn ich fragen darf, wenn du das sagen willst, um was für eine Summe hat sich denn da gehandelt? Also es handelt sich um zwei riesige Summen. Die eine Summe befand sich bei dem jetzigen Präsidenten RT. Das wurde bei seiner Schwester abgelegt, für alle Fälle, für die Zukunft, für seine Familie. Zusatzfrage, RT heißt... Robert T. Und eine der riesigen Summen befand sich dort offiziell, das hat er auch dort abgelagert. Und da gibt es noch eine riesige Summe, also gab es eine riesige Summe im Clubhaus. Das war ein Betrag in Höhe von circa 500.000 Euro plus minus 50.000 Euro. Von diesem Betrag haben wir nichts mehr gehört. Ja, und ich bin so, also ich bin gerade ein bisschen durcheinander, weil ich mich versuche zu konzentrieren. Diese riesigen Summen, wir wissen zwar jetzt nicht, was damit passiert ist, aber die fehlen. Die sind nicht mehr da. Und dann, als man, also wir nicht, das war jetzt ja nicht unsere Aufgabe, wir waren ja nicht hinter dem Geld her, als man Robert T. gefragt hat, was mit diesem Geld passiert ist, hat er 30 Zeugen gebracht, aber tatsächlich 30 Zeugen, die dann gesagt haben, nein, der Eigen hat das Geld Stück für Stück von ihm genommen. Also er hatte gar kein Geld mehr vom Eigen. Also bevor ich auch jetzt, bevor ich dieses Thema auch beende, ich wünsche Aygüns Bruder aus Gießen und ich spreche nur für Gießen. Außerhalb Gießen gibt es keine Probleme, mit denen ich irgendwie, die ich irgendwie ansprechen möchte. Meine
Aussage gilt hauptsächlich nur für Gießen. Ich wünsche Eigen und seine Gießener Brüder, dass das Geld in deren Hals stecken bleiben soll. Ich hoffe, dass das denen kein Glück bringt. Ich hoffe, dass ihr todunglücklich werdet mit diesem Geld. Ja, und nachdem Eigen vom Tatort mitgenommen wurde in die Rechtsmedizin, er musste obduziert werden und währenddessen ging es halt wieder um diese Vermögenssache. Das war das einzige Problem von seinen Brüdern aus Gießen. Also jedem war scheißegal, wo dieser Mann war und was mit ihm gerade gemacht wurde. Freitag hat mein Eigen mitgenommen, nachdem er ermordet wurde. Montagabend war die Autopsie abgeschlossen. Und Dienstagabend haben sie ihn dann zu uns gebracht, ins Friedhof. Und dort wurde er erstmal nach unserem Glauben gewaschen, vorbereitet. Wir haben draußen gewartet, während er gewaschen wurde. Und dann sind wir rein zu ihm. Er sah aus wie eine schlafende Löwe. Er sah echt sehr, sehr gut aus. Ja, wir haben uns dann von meinem Bruder verabschiedet. Wir haben ihn geküsst. Das war der Dienstag, weil Mittwoch sollte er beerdigt werden. Nach allem, beziehungsweise dein Bruder wurde dann der Gerichtsmedizin überstellt. Und ab dann von seiner, nenne ich mal jetzt Familienseite, also von seinem Clubseite, kamen da Hilfsangebote oder sind halt Leute gekommen und ist da irgendwas in der Richtung passiert? Ja, absolut nicht. Also ich, wie gesagt, wie schon vorher gesprochen, das einzige Problem war, was für Schulden Eigen hinterlassen hat. Wir haben keine Hilfe angeboten bekommen. Uns ist auch danach niemand gekommen, der sich mit dieser Sache intensiv beschäftigt hat. Absolut nicht. Also weder seine Männer, weder seine Frau, weder sein Stiefsohn. Das sind Menschen, wo wir erhofft haben auf eine Zusammenarbeit. Aber die hatten ganz andere Probleme gehabt. Nach allem, wann hat die Behörde, die Polizei das erste Mal mit euch persönlich Kontakt aufgenommen? Und was wurde euch über den Vorgang vermittelt? Also beim ersten Tag, die Polizei war zerstreut, so zwischen unserer Wohnung und eigenes Haus in Kroftorf. Die Beamten waren auch vor unserer Haustür. Die haben natürlich versucht, Kontakt zu uns allen aufzunehmen. Und als ich das bemerkt habe, habe ich gesagt, so, ich habe mir halt Sorgen um eigens Familie gemacht, was dann bei der Frau absolut nicht gut kam, also gut ankam. Ich habe die Beamten gebeten, dort zu seiner Familie zu fahren, weil wir wussten am Anfang nicht, mit wem wir es was zu tun hatten, weil man schon gesagt hat, ganz besonders möchte ich das ganz kurz festhalten. Eigen und seine Männer, Jürgen C. und Robert T., haben gesagt, das ist eine alte Geschichte. Es waren die Albaner, die dein Bruder das angetan haben. Und das war für mich auch sehr überraschend. Das will ich kurz festhalten. Und die Beamten, zurück nochmal zu den Beamten. Ich habe die Beamten gebeten, zu meinem Bruder nach Hause zu fahren, weil ich halt mir echt Sorgen um seine Familie gemacht hatte, weil da wusste ich noch nicht, mit wem habe ich es hier zu tun. Und wie gesagt, das kam bei seiner Frau absolut nicht gut an. Wir haben danach auch so wegen dieser Sache Konflikte gehabt. Die Beamten waren dann eigentlich sehr überrascht, dass ich sie angesprochen habe. Und dann haben die mich gefragt, wer ich bin. Ich habe gesagt, ich bin die Schwester von Aygün. Mein Name ist Mutschuk. Und die haben gesagt, Frau Mutschuk, wären Sie bereit, mit uns zu reden? Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich bin ich bereit, mit euch zu reden. Und dann bin ich erstmal mit denen ins Revier gefahren und habe da eine Aussage gemacht. Eine Zwischenfrage. Warum, weil mir das jetzt so aufgefallen ist, warum sollte oder hatte die Frau was dagegen? Ich kann dir das leider nicht so genau beantworten. Die hat sich angegriffen gefühlt. Dieser Streit ging echt Monate auch danach. Es gab auch ein paar Anzeigen, aber darauf können wir später kommen. Ja, sie wollte nicht, sie wollte das nicht, dass ich die Beamten zu ihr nach Hause schicke. Stattdessen
war sie der Meinung, dass ich selber aufpassen soll, auf mich aufpassen soll. Und wir hatten ja eigentlich noch nie einen guten Draht mit ihr und wir waren auch davor zerstritten. Und ich bin ja auf Wunsch meiner Mutter dahin gefahren, auch zu ihr später, weil meine Mutter gesagt hat, bitte Kind, da, geh dahin. Und ich war ungern dort, aber ich bin halt trotzdem aus Respekt zu meinen Eltern bin ich halt dorthin gefahren. Und das möchte ich auch noch mal kurz schildern, was da abgelaufen ist, weil das war schreckliche Bilder, die ich dort gesehen habe. Eigen seine Männer und seine Frau, die waren mit Hochdruck am Diskutieren. Der Jürgen C. ist hoch und runter gelaufen in Eigen seine Wohnung, hat ständig seine Frau nach oben gerufen und da war diese Hektik hin, her. Und ich konnte es nicht glauben. Keiner saß da und hat um Eigen getrauert. Stattdessen gab es sehr viele Diskussionen über sein Vermögen. Folgende Zusatzfrage. Ab dem Moment haben, wie gesagt, wo du das erste Mal Bescheid bekommen hast, dann dieser ganze Ablauf. Ist da noch irgendwas gewesen, was für dich persönlich, für euch als Familie auffällig war oder irgendwie ungewöhnlich? Ja, es gibt zwei Sachen, die ich gerne noch sagen möchte über seine Freunde und über seine Männer. Die befanden sich dort, um sicherzugehen, ob Eigen wirklich ermordet wurde, ob er wirklich nicht mehr lebt. Die Frage war denen wichtig. Also ich habe nicht gesehen, dass irgendeiner getrauert hat. Insbesondere waren wir sehr, sehr getroffen, weil seine Frau nicht dorthin kam. Also wir haben dort auf Eigen seine Frau gewartet, aber sie ist nicht gekommen. Sie ist auch nicht gekommen, als er gewaschen wurde am Dienstag. Sie ist erst am Mittwoch zur Beerdigung erschienen. Und das hat meine Familie sehr mitgenommen, meine Mutter, mein Vater. Also die haben alle auf sie gewartet. Ich habe echt immer Probleme mit ihr gehabt. Wir haben uns nie gut verstanden hinher. Aber das war ein Moment, wo wir auf ihre Unterstützung gezählt haben. Und das war nicht der Fall gewesen. Wir fanden das schrecklich. Ja, also ich will jetzt auch nicht tiefer in die Sache mit Eigen seine Frau reingehen, weil andere Sachen Vorrang für mich haben. Folgende Frage. Soweit ist bis zu dem Moment jetzt alles passiert. Jetzt kam der Moment der Beerdigung. Wie ist das da gelaufen? Wer hat das übernommen, kostentechnisch, organisationstechnisch und wer ist da alles hingekommen? Kannst du da was Näheres drüber sagen? Wie hast du das empfunden? Ja, selbstverständlich, weil das war auch dieser Moment, wo wir auch Geld auftreiben müssten. Aber dann habe ich erfahren, dass man sich an der Kasse, das so hieß Eigen sein Laden, immer am Ball, dass die ganzen Kosten von Eigen seine Kasse aus, auf Deutsch gesagt, bezahlt wurden. Also man hat sich aus der Kasse meines Bruders bedient. Und organisationstechnisch, wer hat das organisiert? Also es gab zwei verschiedene Organisationen. Einmal hat meine Freundin im Friedhof halt Wasser und die Bühne organisiert. Das hat sie halt aus freiwilligen Herzen gemacht als Unterstützung. Dann gab es eine Organisation also von den für Eigen seine Brüder in Bürgerhaus Gießen. Da wurde eine Feier organisiert, ein Trauerfeier. Und dann haben wir noch eine Organisation gehabt, die Eigen seine, also die Patenonkels von Eigen seinem Sohn organisiert haben, für die Türken halt mit unserer Kultur. Also es gab zwei verschiedene Trauerfeier mit Essen. Das war einmal hier in Wiesek in einem das war so eine kleine Raum, da hat man halt, wir haben da dann nach seiner Beerdigung Essen und getrunken und die Brüder waren im Bürgerhaus Gießen. Dort hat die Trauerfeier von seinen Brüdern stattgefunden. Zurück zur Beerdigung. Kannst du dich noch so erinnern, jetzt so auffällig, also von Auffälligkeit her, wer da noch war, anwesend war und ist da irgendwas Auffälliges gewesen oder ist alles so nach Ablauf? Also, wie gesagt, auffällig waren nur Eigen seine Brüder aus Gießen. Das möchte ich ganz besonders festhalten. Wir haben keine Probleme mit Frankfurtern oder mit irgendwelchen Menschen aus Hannover. Absolut nicht.
weil wir während der Beerdigung bzw. nach Aygüns Tod gesehen haben, wie auffällig und paranoid Aygün und seine Brüder sich verhalten haben. Viele waren paranoid, haben eine Zigarette nach dem anderen geraucht. Viele waren sehr entspannt, haben gelacht, haben ihre Zigaretten dort am Grab geraucht, Smalltalk geführt. Das waren für mich schreckliche Auffälligkeiten, weil wir als Familie zerstört waren. Und ich weiß nicht, warum ich für diesen Moment dachte, das sind Menschen dort, die mit uns fühlen. Aber das war gar nicht der Fall. Und Aygün, seine Brüder aus Gießen waren absolut auffällig, weil sie auch von Anfang an gesagt haben, das ist eine alte Sache, das waren die Albaner. Jung, der ist erstmal seit 2-3 Tagen tot. Woher wusstet ihr, dass das die Albaner waren? Ich persönlich glaube nicht, dass das die Albaner waren. Ich glaube das nicht. Und wie gesagt, der liebe Gott ist groß. Einige waren paranoid, die waren ziemlich paranoid. Der jetzige Präsident RT, der Aygün seinen Platz übernommen hat, war davor beschäftigt, ins Ausland zu fliegen. Keine Ahnung, was er da geklärt hat. Der ist dafür einen Tag weggeflogen, ist dann wiedergekommen. Das waren für uns sehr auffällige Sachen. Ja. Was war, kannst du das ein bisschen konkreter beschreiben? Also, was hast du in dem Moment gedacht? Was war denn so auffällig? Ja, was ziemlich auffällig war, dass einige Aygün seine Männer, die noch im Club waren, nach Aygün seine Ermordung aus dem Club gegangen sind. Das waren Menschen, die sich paranoid verhalten haben nach seiner Ermordung. Die waren dann plötzlich alle nicht mehr da. Die haben dieses Club verlassen. Ich weiß jetzt nicht, wo sie alle sind. Und auffällig war, dass der jetzige Präsident RT fest überzeugt von Anfang an gesagt hat, dass das eine große Sache ist. Er wusste quasi, worum es geht. Kurze Nebenfrage. RT ist Robert T. Entschuldigung, ja, ich vergesse das immer wieder, weil ich das auch früher so in meine Videos abgekürzt habe. RT ist Robert T., der jetzige Präsident der Hells Angels, der den Platz meines Bruders übernommen hat. Da war noch eine Geschichte mit jemandem, der wurde von deinem Bruder von dem Club entfernt. Ja. Und er wäre dann nach dem Tod deines Bruders wieder zurückgekommen. Kannst du da uns was Genaueres erzählen? Ja, das ist sehr interessant und ich danke dir, dass du mir diese Frage gestellt hast. Es geht um einen Jesidin, der heißt Ansgar, aber Ansgar ist seine Spitzname. Ansgar hatte persönliche Probleme mit Admiral-Türsteher aus Gießen. Admiral ist eine riesige Disco-Lounge. Dieser Ansgar wollte nicht, dass seine Ex-Freundin mehr in diese Disco reingeht. Kurze Worte, der ist dann zu den Türstehern hin, hat gesagt, ihr werdet meine Freundin nicht mehr hier reinlassen, sonst gibt es Probleme. Ja, und dann ist die ganze Sache aus der Ruder gelaufen und dann haben die Freundin doch reingelassen. Und hier in Gießen gibt es ein Restaurant, der heißt Kefi Mangal, schmeckt übrigens auch sehr gut. Da ist auch der Aygün immer gerne hingegangen. Und diese Admiral-Türsteher haben sich in ihrer Freizeit mit ihren Familien dort in dieser Kefi Mangal Restaurant befunden. Und dieser Ansgar ist dann rein und mit anderen zwei, drei Mitgliedern vom Club und haben regelrecht neben Frauen und Kindern diesen Laden komplett auseinandergenommen. Und dann hat alles angefangen. Nach dieser Restaurantschlägerei, natürlich hat Aygün erst später davon erfahren. Mittlerweile hat die Polizei auch noch nach den Beteiligten gesucht, zum Beispiel nach dem Ansgar und so. Und mein Bruder ist zu diesem Restaurant. Der hat sich echt geschämt für diese Situation und hat sich vom Restaurantbesitzer persönlich entschuldigt, Kosten übernommen, die dort durch seine Männer verursacht wurden. Und danach wurde er vom Club geschmissen. Also Aygün wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben, weil gerade diese Schlägerei neben Frauen und Kindern stattgefunden hat. So, das war jetzt der Grund, warum Aygün den vom Club verwiesen hat. Da gab es ja auch Zeitungsberichte über den Vorfall in diesem Restaurant.
Man hat immer gesagt, dass Aygün seine Leute halt nicht gut behandelt hat und solche Geschichten. Weißt du was darüber? Kannst du was Näheres darüber sagen? Ja, ich kann einer von vielen Sachen erzählen, die anderen werdet ihr gar nicht hören wollen. Einer von vielen Sachen ist zum Beispiel, Aygün, das stimmt, der war streng und schlimm zu seinen Leuten. Das hat alles so angefangen. Einige Frauen sind zu ihm ins Clubhaus, beziehungsweise sie haben erst Kontakt zu mir aufgenommen. Und die haben sich echt ganz schwierig getraut, überhaupt über diese Situation zu berichten. Also es ging einfach darum, da wo eigentlich seine Männer an der Tür gearbeitet haben, durften einige Frauen dann nur rein zum Feiern, wenn sie Sex als Gegenleistung bekommen haben. Also das heißt auf Deutsch gesagt, die Frauen müssten mit den Türstehern schlafen, damit sie in die Disco reinkommen. Und leider Gottes, einige haben das gemacht und einige, die das nicht machen wollten, waren dann beim Eigen, haben sich persönlich beschwert. Und mein Bruder dann erzählt, was da überhaupt abgelaufen ist an seine Türen. Ja, und dann ist er ausgerastet, der hat die alle zusammengeschlagen, so wie sich das gehört. Der hat die danach nicht mehr nur scheiße behandelt, sondern der hat die regelrecht zusammengeschlagen, weil der war schockiert über die Aussagen der Frauen. Eine kurze Frage noch. Derjenige, der halt diesen Restaurant zerschlagen hat und vom Club verwiesen worden ist, was ist aus dem passiert? Zumindest nach dem Versterben deines Bruders. Ist er nochmal aufgetaucht oder hat man nochmal was von denen gehört? Ah, ja. Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass dieser Mann schon ein Problemmann war, auch vor dieser Käfi-Restaurant. Er hat hinter eigen seine Sachen sehr viele, also hinter eigen seine Rücken hat er sehr viele Menschen bedroht und geschlagen. Die Probleme fingen da an und ab diesem Restaurant, wie gesagt, war alles ausschlaggebend. Was ist mit ihm passiert? Wir dachten, ich habe Kontakt mit der jüngeren Bruder gehabt. Als ich ihn gefragt habe, was mit ihm passiert sei, hat er mir gesagt, er wäre in Georgien, da wo die herkommen. Wir dachten alle, er ist in Georgien gewesen, aber er war hier 10 Kilometer weiter weg in Reiskirchen und wurde von dem jetzigen Hells Angels Präsidenten Robert T. dort versteckt. Und zwar nicht von der Polizei, sondern von Aygün. Folgende Frage, verstehe ich das richtig? Nach dem Versterben deines Bruders ist er wieder zurückgekommen und Ja. was war sein Status im Club oder was ist da genau gelaufen? Weißt du da was? Ja, also dazu kann ich sagen, er hatte, als er rausgeschmissen wurde, hat er gar keinen Status mehr gehabt. Er wurde ja aus dem Club geschmissen. Als er wieder von dem jetzigen Präsidenten Robert T. In den Club zurückgebracht wurde, hat er den Member-Status bekommen. Also nach dem Eigen ermordet wurde. Und nachdem halt Eigen ermordet wurde, hat er seinen Status bekommen. Ich will das ganz besonders hier nochmal erwähnen, damit das hier wirklich jeder mitbekommt, was hier in Gießen abgeht. Dass einige, die aus dem Club rausgeworfen sind, weil sie wirklich unanständige Sachen angerichtet hatten, wieder zurück sind und einen Status haben. Diesen Vorfall und die Geschichte. Wurde das von eurer Seite der Polizei erzählt und wann war das erste Mal, wo auch offiziell die Polizei ist die zu euch gekommen oder wurdet ihr ins Revier eingeladen? Wie ist das da vonstatten gegangen? Ja, also das erste Mal wurde ich von den Gießenden Beamten vernommen und später kamen dann die Beamten aus Wiesbaden und haben den Fall von den Gießenden Beamten sozusagen weggenommen, haben gesagt, stopp, wir werden jetzt diesen Fall weiter ermitteln. Die ersten 4 Beamten am Anfang, die den Fall meines Bruders ermittelt haben, das waren Top-Beamten, sehr gute Beamten. Mit denen waren wir auch sehr zufrieden, die Kommunikation war da. Und man hat gesehen, die Arbeit wird gemacht und die waren sehr oft bei uns, haben uns vernommen. Und sie waren sich bei einer Sache fest überzeugt, also fest, sie waren bei einer Sache, waren die fest überzeugt, waren sie sich sicher.
Die haben mir halt drei Namen genannt und gesagt, diese drei Namen wissen, wer ihr Bruder getötet hat. Und dass sie an den Fall dranbleiben werden. Die haben wirklich ihr Bestes gegeben. Und während dieser Kommunikation wurde dieser Beamte plötzlich zur Terrororganisation befördert, weil er war meine Hoffnung bei dieser Sache. Und er hat auch gesagt, ich werde befördert, aber wenn irgendwas ist, können Sie trotzdem jederzeit, können Sie sich an mich wenden. Ja, und dadurch haben wir halt diese Beamte auch verloren, weil die sind sogar in die Psychiatrie gefahren, um Aussagen zu vernehmen, also Zeugenaussagen zu vernehmen. Und das war eine wunderbare Sache, was sie da getan haben. Aber leider, letztendlich wurden die dann befördert, sodass dann andere Beamten den Fall übernommen haben und wir auch ab dann keine Informationen mehr bekommen haben. Wie sollen wir das jetzt verstehen, befördert? Wurden die allgemein befördert oder wurden die von dem Fall abgezogen? Was war da genau? Ja, meine erste Gedanke, Vermutung war, dass die von dem Fall abgezogen worden sind, aber es kann auch sein, dass die befördert wurden. Mir kam es halt sehr seltsam und sehr merkwürdig vor. Ihr müsst euch das alle so vorstellen. In diesem Fall war Bewegung, ne? Und die waren da und dort. Und jede Information, die sie bekommen haben, haben die ernst genommen, aufgeschrieben. Wie gesagt, die sind sogar bis in die Psychiatrie gefahren. Und da war dieser Lauf. Und plötzlich, heute auf morgen, hat man dann mir erzählt, die wurden befördert in die Terrororganisation und dass sie den Fall nicht mehr ermitteln werden können. Also ich vermute sehr stark, dass man das mit Absicht gemacht hat. Wenn die befördert wurden, vermute ich sehr stark, dass die dann auch mit Absicht befördert wurden. Folgende Frage, die drei Namen, Personen, die Verdächtigen, die von der Polizei genannt worden sind. Sag jetzt nicht die Namen. Aber sind diese Personen euch bekannt? Ja, wie gesagt, Verdächtige in der Hinsicht, dass sie wissen, wer mein Bruder umgebracht hat. Ja, die sind uns sehr bekannt. Sie kommen aus Gießen. Ich will jetzt nicht weitere Fragen stellen, aber wir machen das einfach mal so. Ich gebe dir mal jetzt so die freie Bühne und erzähl mal einfach noch das, was du erzählen willst, das, was du noch im Kopf hast, im Herz hast und sagen willst. Ja. Wir haben sehr schreckliche Sachen als Familie erlebt. Und das, was ich hier erzählt habe, sind nur auf die Gießener Brüder meines Bruders bezogen. Das betone ich besonders sehr, weil wir sehr stark vermuten, dass sie hinter dem Mordanschlag bzw. auch zur Beihilfe dazu getragen haben. Das ist unsere sehr starke Vermutung. Und wie gesagt, es ist Gießen, wie andere Städte wie Frankfurt, Hannover haben wir absolut kein Problem. Unsere Augen sind hier in Gießen Richtung seiner Männer gerichtet. Sie haben uns schreckliche Leid angetan, meine Familie. Von den Vermögen habe ich euch berichtet. Und was damit passiert ist, weiß nur der liebe Gott und diejenigen, die sich das untereinander aufgeteilt haben. Wir wurden in den Stich gelassen von Eigen und seinen Brüdern aus Gießen. Sie haben kein einziges Mal den Grab meines Bruders besucht. Von seiner Frau wurden wir in den Stich gelassen, von Eigen, seinem Stiefsohn wurden wir in den Stich gelassen. Der kam mit 2 Jahren zu meinem Bruder. Mein Bruder hat den erzogen. Mein Vater war ein Vater für ihn. Von denen wurden wir in den Stich gelassen. Ich möchte noch mal ganz kurz was wegen dem Staatsanwaltschaft sagen. Meine Familie ist dorthin gegangen, um eine Belohnung zu setzen, aber der hat lieber fremde Leute, die nichts mit unserer Familie zu tun haben, in Empfang genommen. Und über die Belohnung gesprochen. Das hat uns echt sehr mitgerissen. Wir haben den Staatsanwaltschaft nie erreicht. Entweder war der im Urlaub oder er war nie im Haus. Wir finden das für unseren Fall, für diesen Mordfall sehr tragisch, dass er über den Mordfall meines Bruders mit fremden Personen gesprochen hat, aber nicht mit uns. Und ich möchte hier nochmal klein erläutern, dass ich mein erstes Video hier rausgeholt habe, weil ich einen Beamten aus Gießen vertraut habe.
In diesem Video habe ich geschildert, wie Aygün beklaut, wie man sich an sein Haus bedient hat, was ich eben schon geschildert habe. Da habe ich auf Türkisch gesprochen. Diese Beamte hat zu einer männlichen Person aus meiner Familie Kontakt aufgenommen, hat gesagt, bitte sag deiner Tante, sie soll diese Video rausholen, sonst wird es hier eine Eskalation geben. Ich verspreche euch, den Fall zu lösen. Ja, so ein bisschen dumm ich war, sag ich mal, habe ich diesem Beamten vertraut und dieses Video rausgeholt. Aber sein Ziel war mittlerweile, habe ich das auch gemerkt, sein Ziel war einfach nur, dass ich ruhig bleibe, nichts mache. Da möchte ich noch mal kurz über einen Anwalt etwas Kleines schildern. Ein Strafrechtsanwalt, er war auch mein Anwalt, er war auch Aygün sein Anwalt. Wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe Aygün seine Ermordung während meiner Verhandlungen erfahren. Meine Verhandlungen gingen weiter und während meiner Verhandlungen hat er dann gesagt, Frau Mutschuk, machen Sie sich keine Sorgen, der Mordfall Ihres Bruders wird aufgeklärt. Und dann habe ich mich zu ihm gedreht und habe gesagt, ja, wissen die schon, wer es war? Er so, noch nicht, aber bald. Der Anwalt hat zu uns gesagt, geht die Sache nicht nach, das wird nicht rauskommen. Da werden lediglich nur noch ein paar Telefongespräche abgehört. Da waren Professionelle am Werk. Das hat dieser Anwalt zu mir gesagt. Zudem möchte ich hier noch kurz erläutern, dass mein Vater von dem jetzigen Hells Angels Präsidenten Robert T. mit zum Anwalt genommen wurde. Und dort hat mein Vater bei demselben Anwalt eine Unterschrift abgegeben, damit er Akteneinsicht bekommt. Das ist auch alles hinter unserem Rücken passiert. Und als wir dann davon erfahren haben, haben wir natürlich den Vollmacht zurückgezogen. Diesbezüglich eine Nebenfrage wegen der Belohnung. Da war ja eine Geschichte, so viel ich mitbekommen habe, dass von einem bekannten Club von deinem Bruder irgendwie eine Kaution gestellt werden sollte und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich seinen Namen nennen sollte oder ja, das war der Sanga Ahmadi von den Lions Club, der hat dann meine Eltern besucht und hat halt Hilfe angeboten, hat gesagt, er möchte die Belohnung auf 100.000 Euro aufrollen. Also es waren ja insgesamt im Paket 35.000, 25, was meine Familie gelegt hatte, 5 vom Staatsanwaltschaft und 5 von den Beamten, die den Fall ermitteln. Und er wollte halt nochmal 65.000 Euro drauflegen und die Belohnung auf 100.000 Euro erhöhen. Das ist aber dann auch nicht geschehen, weil er dann irgendwie innerhalb der nächsten 3 Wochen abgeschoben wurde. Eine Frage, Zusatzfrage. Auf jeden Fall, dein Bruder hat hier auch mit anderen Clubs zu tun. So, der war ja auch sowas wie eine Brücke. Und wie haben die sich verhalten? Und allgemein, hast du da was mitbekommen? Wer stand dann noch hinter deinem Bruder oder war da noch jemand? Ja, ich habe es ja eben schon mal erläutert, dass halt der Einzige, der da war, das war der Präsident von den Lions Kartell, Sanga Ahmadi. Der wurde ja danach abgeschoben, aber kein einziger von denen war jemals bei uns und hat uns gefragt, ob wir irgendetwas brauchen, ob sie was für Aygün machen können. Die möchte ich auch ansprechen. Durch dieses Video, wo seid ihr denn jetzt? Ihr habt dafür gesorgt, dass Aygün sich mit seinen eigenen Brüdern zerstritten hat. Ihr wart da, ihr habt euch neben Aygün präsentiert. Wo seid ihr denn jetzt? Ihr habt diesen Mann nicht einen Tag in Ruhe gelassen. Ihr wart fast jeden zweiten, dritten Tag in Gießen. Wo seid ihr? Berlin, wo seid ihr? Offenbach, Frankfurt, wo seid ihr denn? Ihr wart Tag und Nacht, habt an diesen Mann geklebt. Ich möchte euch noch dazu sagen, hoffentlich das, was Aygün passiert ist, passiert euch nicht. Hoffentlich das, was uns, Aygün, seine Schwestern passiert ist, passiert eure Schwestern nicht. Ich würde nicht sagen, geschieht euch recht, so ekelerregend bin ich nicht. Aber ich will einfach nur sagen, dass ihr Feiglinge seid, dass mein Bruder einfach von Ratten umhüllt war.
Ihr solltet wissen, dass ich euch genauso hasse wie eigen seinen Mörder. Ihr wart einfach nicht da. Ihr habt diesen Mann in den Stich gelassen. Ihr habt durch diesen Mann Plattform bekommen. Die Medien habt ihr durch diesen Mann bekommen. Ihr habt durch diesen Mann habt ihr euch berühmt gemacht und danach habt ihr euch alle versteckt. Das will ich euch sagen. Abi! Abi! So! So!